Hier ist das Lernziel das Verständnis der statistischen Datenbankfunktion, Datenbanksumme, Datenbankminimum, Maximum und Datenbankanzahl. Ich habe hier in diesem Bereich das Fallbeispiel aus der Hilfe kopiert, klicke hier oben in die Bearbeiten-Leiste und kann dann gut erkennen, dass hier aus der Datenbank ein Datenbankfeld und Suchkriterien eingesetzt werden. Die Daten, die hier untersucht werden, die kommen aus dem Datenbankbereich, der liegt hier in dieser blauen Einrahmung zwischen A6 und E12. Und in dem Bereich soll gezählt werden, deshalb DB-Anzahl, wie oft bei Alter etwas eingetragen ist. Und die Kriterien, die da gelten, die liegen im Bereich zwischen A3 und L4. Und da sehen wir, da ist im Augenblick als Kriterium eingetragen, die Höhe ist größer als 3 und kleiner als 4,80. Das heißt, das Feld Höhe ist hier zweimal genannt, damit das Intervall zwischen 3 und 4,80 Meter eben spezifiziert werden kann. Und da sehen wir dann, da ist hier diese Prüfziffer 1 genannt, da wird dann als Ergebnis eine 1 herauskommen und das ist auch hier der Fall. Da gibt es dann noch weitere Beispiele zu DB-Summe und DB-Max und DB-Anzahl, hatte ich ja eben schon. Und das will ich hier an diesem Beispiel aber nicht weiter erklären, sondern ich will meine eigenen Daten nehmen, die etwas plastischer sind. Ich habe hier den Datenbankbereich. Das ist also hier, sind die Spalten zwischen A und J. In diesem Bereich, ich habe jetzt noch ein paar Leerzeilen mehr markiert, das ändert aber am Ergebnis nichts. In diesem Bereich will ich untersuchen, was gibt es denn da für eine Summe, für einen Mittelwert, wenn bestimmte Kriterien vorliegen. Im Augenblick steht hier bei Lieferant ein Stern und das bedeutet, dass alle Daten genommen werden, egal was bei Lieferant eingetragen ist. Der Stern steht für alles. Wenn ich hier mal bei Brutto diese Daten markiere, die da eingehen sollen in diese Funktion, dann sehen wir, hier unten stehen jetzt als Summe 2039,41. Und wenn ich das alles so vergleiche mit dem, was hier in der Statuszeile steht, dann sieht man, wenn bei Lieferanten Stern eingetragen ist, also der Platzhalter für alles, dann ist das hier identisch mit dem, was hier für den markierten Bereich in der Statuszeile steht. Jetzt trage ich da aber Telekom ein, dann wird da eben nur ermittelt, was für den Lieferanten Telekom in diesem Bereich steht. Und das kann man natürlich auch nachprüfen, wenn man hier sortiert. Ich gehe mal auf Lieferant, sortiere das von A nach Z, na, hier ist das, und markiere dann bei Telekom die Bruttobeträge, die hier unten stehen. Und da sehen wir, da habe ich jetzt eine Zeile zu viel markiert. Und da sehen wir, das, was hier unten steht, das ist eben identisch mit dem, was hier bei den Datenbankfunktionen noch eingetragen wurde.